Ja. Mhm. Ja, das. Also wir haben ein paar Lösungen gefunden und ich weiß nicht weiter. Ja, tut mir leid, war schön hier, aber was können wir denn jetzt noch machen? Also wir haben hier unten noch eine Kiste mit irgendwelchen Zahlen. 5 Stück. Ich habe aber. Also ich habe auch Buchstaben E, B, D, A, G. K, D, R, E. Aber ich habe halt nichts, was ich an Zahlen. Ich habe nichts Fünfstelliges an Zahlen. Die einzigen Zahlen, die ich da oben habe, waren 2714 und 6385. Das haben wir auch gelöst. Das ist aber tatsächlich jetzt eines der letzten Rätsel. Wenn ich die addiere, kommt da nichts bei raus. Und wenn ich die multipliziere, die Zahl wird zu hoch. Zwei Tausender Zahlen miteinander multipliziert. Naja, wobei, warte mal, 6, 3, 8, 5 mal 2, 7, 1, 4. Nee, sag ich ja, da kommt eine viel zu große Zahl raus. Achtstellig. Ja, war ja auch klar, dass das so kommen muss. Multiplikation bringt nichts, Addition bringt nichts. Subtraktion bringt nichts, Division. Dann käme irgendwas mit 3 raus. Oder knapp 3. 7, 14, 21, naja, also unter 3. Bringt also auch nichts. Die Rätsel haben wir alle schon geknackt. Wir haben ja auch jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so schrecklich viel. Ne? Wir haben hier diese komische Platte. Hier ist nichts mehr drin. Wir haben hier diese komische Platte. Aber hier haben wir ja auch schon festgestellt, dass weder das Küken noch der Hammer irgendwas bringt. Hier draußen war gefühlt auch relativ wenig. Jetzt dreht er sich wieder. Hatten wir denn hier irgendwas? Die Vase zum Beispiel? Nö, ne? Hier den auch nicht. Da ist auch nichts drin. Also ich kann es nicht anklicken. Das ist klar. Das war zum Zählen. Das war die Kiste. Das war hier. Hier, das war der Wasserkran. Hier konnte ich ja auch nichts öffnen. Hier kann ich Wasser laufen lassen, aber es war für die Tasse. Und das sind alles Dinge, also irgendwas hiervon brauche ich noch. Was hätte ich denn... Wäre schön, wenn man sich mit den Pfeiltasten drehen könnte. Das wäre wesentlich angenehmer. Unterm Tisch ist auch nichts. Ein komischer Tisch, aber da ist nichts. Also irgendwas muss ja mit der Uhr zum Beispiel noch sein. Und zwar mit dem Ziffernblatt. Irgendwas muss mit der Uhrzeit sein. A, B, C, D, E. Das ist eine Dreierkombination. Das ist 3, das ist 6, das ist 11. Wir haben 5 Minuten vor 3, also 2 Uhr 55 und 30 Sekunden. Das wäre, warte mal, das wäre 2, 3, 55, 30, ne?
Dann wäre das, wenn das ABCDE ist, dann wäre der Code 0. B ist 5. D ist 3. A ist 2. Und C ist 5. Also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Das wäre natürlich schon ganz schön ordentlich um die Ecke gedacht, oder? Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Man lässt sich ja immer schnell abschrecken. Hier, mach mal den Box. Ich gehe nochmal durch. Also ich schreibe es nochmal drunter. Das ist 2 Doppelpunkt 55 Doppelpunkt 30. Das heißt, es wäre 0. Es wäre 5, es wäre 2, nee, 3, es wäre 2, es wäre 5. Also, okay, dann versuchen wir es mal. 5, 3, 2, 5. Ach, leck mich doch an die Füße. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ist klar, ne? Also, ihr seht, ganz einfache Rätsel, aber jetzt habe ich 3 von den Dingern. Ich muss noch irgendwie... Hier ist zum Beispiel noch irgendwas. Genau, diese... Geh doch mal hier raus jetzt, diese Truhe hier. Links und rechts. Also ehrlich gesagt... Ich habe nur noch ein einziges Rätsel, das mir jetzt bekannt ist. 2714-6385. Links und rechts. Habt ihr irgendeine Idee, was links und rechts sein könnte? Weil hier, jetzt haben wir hier 3. Also wie gesagt, ich bleib dabei, ne? Aber es wird wahrscheinlich erst funktionieren, wenn wir 4 Stück davon haben. Wir haben noch einen Hammer, wir haben noch einen Diamant, wir haben noch eine Ente, wir haben noch dieses KDRE. Wobei das KDRE, das irritiert mich ein bisschen, weil wir das ja hier schon verwendet haben. Ne? KDRE war ja hier schon... So, wenn ich Glas zerschneide, was haben diese Dinger hier für eine Bewandtnis? Runterkloppen kann ich die auch nicht. Also müssen wir noch irgendwas... Ich meine, irgendwas müssen diese Bilder doch haben. Seitdem ich die Ente hier runtergenommen habe, kann ich hier draußen gar nichts mehr machen. Hier kann ich nichts machen, am Baum kann ich nichts machen. Das Einzige, was wir noch haben, ist dieses Ding hier. Aber ich kann ein bisschen ranzoomen, dadurch wird die Grafik natürlich auch nicht besser. Aber ich weiß nicht... Ich meine, ein Hammer macht hier natürlich nicht so viel Sinn. Kann ich den Hammer nicht hier drauf verwenden? Oder so? Oder da drauf? Nein. Und das hier auch nicht. Also das geht alles nicht. Es muss irgendwo Verwendung finden. Wo zum Teufel? Weil ich habe ja ehrlich gesagt auch gehofft, dass wir den Schlüssel hier finden. Ne? Den Peak-Schlüssel. Das Rätsel haben wir schon gelöst. Und das ist noch ein Rätsel. Denn ich habe nur noch... Hier ist kein Rechenzeichen zwischen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas mit den Zahlen machen muss. Yeah.
Was haben wir denn noch an Rätseln? Wir haben noch dieses Rätsel. 2, 4, 6. Und da können wir 1, 2, 3, 4. Also, ne, 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, weil 0 könnte ja auch eine Stellung sein. Also, aber was kann ich das... Das sieht, erinnert mich persönlich so ein bisschen an einen Equalizer, ne? So, dass ich hier sowas... Ne, herstellen kann. So einen Tonleiter oder sowas. Ist uns denn irgendwas... aufgefallen? Was ist denn zum Beispiel, finde ich dieses Regal hier so faszinierend. Ne? 1, 2, 3, 4 mal 4, 16. Da komme ich aber nicht dran. Also da ist nichts. Und das ist immer schwarz-weiß, schwarz-weiß. Ne? Also auch... Hier ist aber auch nichts mehr. Hm. Die Uhr... Schreib sie mir mal auf, Uhr. Fünf mal sechs Regler. Und links, rechts, Schrank und Platte Garten. Und die Zahlenkombination. Das sind die, also wir haben noch... womöglich fünf Verstecke. Nee, doch fünf Verstecke. Vier Verstecke. Und das haben wir auch gelöst. Das ist alles gut. Aber ich habe keine Hinweise mehr. Ich habe nur noch diese Zahlen. Die ganzen Truhen sind geknackt. Wo 7146385. Und wo, verdammt nochmal, ist dieser Peak-Schlüssel? Kann man nicht, warum komme ich hier noch hin zum Beispiel? Aber ich kann ja mit dem Hammer, kann ich ja nichts kaputt machen. Also das war wahrscheinlich wirklich nur dieses komische Gericht hier. Das haben wir gelöst. Die Platte. Achso, ja, und die Schachtel haben wir auch noch. Mit den vier Dingern, aber da glaube ich ja schon, die Lösung zu haben. Das hier kann ich nicht mehr anklicken. Also hier sind noch die Äpfel, aber das haben wir eigentlich auch... Und das verwundert mich zum Beispiel auch. Hier zum... Ne, das habe ich ja geklärt. Da kann ich nichts mehr machen. Das hier haben wir geklärt. Hier kann ich aber noch dran. Hier war aber sonst nichts mehr drin, ne? Weil wenn er mal guckt, das sieht ja ziemlich ähnlich, ne? KDRE, THL, TILKDR. Daraus könnte man... Das sind aber sieben Buchstaben. Da oben haben wir was mit sechs Reglern. THLKDRE. Und ansonsten war hier ja nichts versteckt, ne? So, das wundert mich halt, dass ich an sowas noch drankomme, aber hier zum Beispiel nicht mehr. Dass das Spiel sagt, nö, hier hast du alles abgefrühstückt. Der Schaukelstuhl wippt sich den Wolf. Da kann ich auch nicht die Ente drauflegen. Die kann ich auch nicht hier reinmatschen. Gut, ich weiß auch nicht, welches Entenküken gerne Apple isst. So, das haben wir hier alles geklärt. Hier unten ist auch nichts mehr. Also das, ihr seht... Das war schon, das hatte schon was. Ja, wir haben also noch, hier ist irgendwas drin. Aber was muss man hier machen?
Was ist rechts und links? Ich verstehe die Aufgabe auch. Ich sehe keine Lösung für diese Aufgabe, weißt du?